Hallo und willkommen zurück im Ödland. Und wir müssen zu Moira. Haben ja den Crate-Site abgeschlossen und sind voll beladen und sollten... Und? Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Mart? Ja, Wuss. Tatsächlich? Ja. Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Ja, es gab eine tolle Party mit ein paar Raiders. Diesen Wachroboter aus der Torte hüpfte. Solange es Sie nicht gestört hat, Sie mögen doch Überraschungen, oder? Den Robotern gefällt sowas sicher nicht so sehr. Die stehen eher auf Logik. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke besser schmecken. Mhm. Ist das erste Kapitel schon abgeschlossen? Kapitel 1 ist fertig. Ich versuche, Ihren tollen Sinn für Humor einfließen zu lassen. Weiter so, dann wird das Buch informativ und unterhaltsam. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stampacks gesammelt. Sie werden sie natürlich eventuell brauchen. 2 Kapitel liegen noch vor uns. Ja, eventuell, das befürchte ich auch. Gut, ich bin bereit, Recherchen über das nächste Kapitel zu beginnen. Das zweite Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Meyerlocks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Erzählen Sie mir mehr über die Abwehr von Maulwurfsratten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Weiß nicht, ob dieses komische Chemiezeug sicher ist. Was bekomme ich dafür? Machen Sie sich um die Medikamente keine Sorgen. Ich hatte beim Experimentieren ständig mit Ihnen zu tun. Und mit mir ist doch alles in Ordnung, oder? Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen den Rest der Medikamente aus der Herstellung gebe? Leisten Sie gute Arbeit, können Sie sogar das Mittel haben. Ich werde das Abwehrmittel testen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Super. Und 3 Maulwurfsratten. Optional ist an... Nee, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. So. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die kann weg. Sie hat aber nur 284 Kronkorken, nicht wirklich viel. Die kann auch weg. Die können auch weg. 2, 3. Die hier ist nun auch absoluter Schrott. Die Minen, brauchen wir die überhaupt? Schleppen wir viel Zeug mit rum, aber die Jagdflinte will ich behalten. Eine Kronkorkenmine. Schaden 288. Leck mich im Ärmel. Die Laserpistole. Lassen wir mal einen Polizeiknüppel. Den brauche ich nicht. Ich habe ja meinen guten Baseballschläger. Impulsminen, Splitterminen, Splittergranaten. Ich schleppe hier ein Zeug mit. Das kann weg. Das Sturmgewehr mit Sicherheit nicht. So, 230. Ach, das sieht ja schon wieder beschissen bei ihr aus. War ja besser, ne?
Panzerresistent 8, über 15. Teil und Kampfausrüstung. Oh, nee, die lasse ich nochmal, wenn die andere irgendwie da schwer leidet. Check, Getoffel, Kunstprüger, Moody. By the way. 22 Stimpacks. Ja, die könnten uns. So, was haben wir denn hier? Elektrische Leiter. Weiß ich nicht. Haklammer, die brauchen wir. Den brauchen wir auch. Lunchbox. Ja, gut, das kann man weg. P-Schlauch kann man weg. Hier mit Zigaretten weg mit dem Zeugs. Das habe ich irgendwie. Jetzt ist sie schon. Gut, jetzt sollen wir mal gucken. Moira, was hast du denn? Ich brauche hier irgendwie Waffen. Nee, das brauche ich natürlich nicht. Aber Munition. So. Was braucht denn unser Gewehr? 5mm Schuss oder? Sturmgewicht. Ich glaube, die 556 braucht es doch, oder? Die Jagdflinte. 30er Kaliber? Hä? Sowas brauche ich erstmal das Sturmgewehr. 556, genau. Das nehmen wir mal alles. Alle nehmen wir natürlich. Die Rakete, die Schrotpatronen brauchen wir doch für unsere Schrotflinte. Wie viel haben wir denn? Ne, 71, da brauchen wir eigentlich nichts. 5mm brauchen wir nicht. Und 5mm haben wir da auch nichts. Ist das jetzt 0? Das braucht 0,32er, diese blöde Jagdflinte. Taugt die denn da überhaupt was? Die haben wir alles. Hat sie nicht viel da? Okay, ja, akzeptieren. Gute Jagd! Beenden. Können wir da irgendwas reparieren lassen? Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun. Was kann sie denn zum Beispiel das Sturmgewehr? Ja. Das hätte ich ganz gern. Achso, das geht dann da raus. Reparatur nur bis 54% möglich. Diese blöde Jagdflinte. Nee, das brauchen wir. Ja, unsere Kampfausrüstung. Okay. Den lassen wir erstmal so. Fertig. Sterben Sie mir nicht! Ich muss jetzt gehen. Ja, sterben Sie mir nicht, das ist ganz klar. Gegenstände. Waffen. War da hier noch was zu reparieren? Oh, nix. Da haben wir nix. Ja, die Jagdflinte. Könnten wir auch. Ach nee, die hat sie hier. Abbrechen. Ich weiß nicht, ob dieses Jagdflinte überhaupt was taugt. Ja, wenn die nur 32er hat, das ist doch Schrott. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, da haben wir ja keine Munition für. Aber sie hatte mir doch irgend so einen Abwehrstick. Ja. Wo sind denn jetzt hier die Zahlen? Weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich denn hier? 3, 4? Nee, weiß ich gar nicht. Könnten wir die 7 legen? Okay, die 7. Hoffentlich merke ich mir das. So, mit was laufen wir gerade rum? Mit dem Sturmgewehr in die Hand. Was sagt das Questlog? Daten, Aufgaben. Ach, ich laufe doch jetzt nicht da. Was haben wir denn hier? Blutsverwandtschaft?
Was ist denn das? Weltkarte, wo ist das? Springway, World 101. Arefu. Arefu. Ja, würde ich sagen, machen wir das erstmal, bevor wir... Vielleicht haben wir auf dem Weg dahin auch noch ein paar entsprechende Maulwurfsratten und können diese... Können diese... damit gleich abarbeiten. So. Ja, ist ja irgendwie... So, was hatten wir denn jetzt? R? Willkommen in Mega. Ja, das war das. Und die 7? Wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Was, das ist der... Aha. Brauchen gut. Sie was zu essen? Gehen Sie in die... Nee, brauche ich definitiv nicht. Wollen wir erstmal gucken, dass wir hier... Wir müssen uns unbedingt auch mal den Typen noch mal da in der Kneipe anschauen. Der uns diese Thematik zum Megaton, wo kommt der eigentlich her? Komm ich da hoch überhaupt? Treffe ich wieder nicht. Fliegenfleisch. Na ja, gut. Wie komme ich jetzt da in diese Richtung? In diese Richtung? Dann gehen wir da unten links. Oh, hinten ein paar nette Grafikbugs. Ah, das ist Springvale, ja. Da hat man ja schon gelernt, dass es da irgendwie nicht so sauber ist. So, kommen wir denn jetzt hier überhaupt doch? Da oben ist ein Weg durch. Da ist ein Weg durch. Ah, schön. Die Straße hier raus. Nach Arefu. Nach Arefu. Man hier so will. Jetzt, wo man die blöden Maulwurfsratten mal brauchen könnte, ist natürlich keine da. Sonst stolpern die Mistbiester und fallen ein. Fallen ein um die Ecke rum an. Aber oh, was knuspelt denn hier? Bin ich das selber oder was? Da werde ich heute Morgen schon paranoid. So, was haben wir hier? Sieht ja immer so aus, als wenn... Nee, das sieht alles ganz normal aus. Müssen wir hier runter nach Arefu? Hoffe ich doch zumindest, dass wir da... Ja, der Weg ist bisher richtig. In dieser wunderschönen, abgefackelten Landschaft, mit der nichts mehr nachwächst. Was war das? Ja, ist doch hier eben irgendwas explodiert, oder bin ich jetzt schon... Okay. Ich will aber keine Bläh fliegen. Ich will an sich
Maulwurfsratten. Aber war ja klar, sonst springen sie einen an. Nur wenn man sie dann braucht, haben sie sich verbuddelt oder machen Eier oder sonstiges oder weiß der Teufel, was heute hier angeht. Ach, am Anfang ist immer diese Lauferei, bis man dann diese Punkte hat, dass man dann doch etwas schneller reisen kann, aber es ist... Ah! Ja, jetzt müssten wir noch unser Sturmgewehr finden. Shit! Kann das sein? Kann das sein? Wieso habe ich das nicht belegt? Ja, Gegenstände, Waffen. Wieso haben wir das hier nicht? Das müsste auf der 2 sein, oder? Das ist ja auf der 2. Oh! Oh, fahr. Na, ist ja klasse. Ja, super tolle Wirkung. Ah, na. Haben wir das gesamte Munitionsvorrat verballert? Verballert für den Robi-Tobi und das Lieber-Dude. Verdammt. Hilfe. Kann man da mit Sicherheit irgendwas futtern? Ameisenfleisch, das Fleisch hier, das Buffer-Out nicht. Falleobst, Junkfood, Kartoffelchips. So, wie sieht's denn aus? Ah, sieht schon besser aus. Ei, ist es denn zum Heulen? Da kann ich ja gerade wieder die andere Waffe nehmen. Klasse. Klasse. Ruby hat uns hier gesamte Sturmgewehrmunition gekostet für nothing. Vielleicht hätte ich mit der Laserpistole auf und rauf ballern sollen. Wäre vielleicht erfolgreicher gewesen. Ah, aber egal. Okay. Die hat man auch schlecht gesehen, schlicht und ergreifend. Aber ich weiß auch gar nicht, was die blöden Rubis gegen mich haben. Jetzt habe ich das Klingeln schon. Volt 106? Aha. Ja, was haben wir denn hier? Volt 106. Aber die müsste ja, wollte ich gerade sagen, genauso ein entsprechendes... Geht sogar auf. Geht doch auf. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir mal ein fröhliches Schnellspeichern machen. Ich hab mal keine Ahnung, wer sich hier drin aufhält. Schließen wollt ihr? Warum sollte ich schließen? Okay. Ist jetzt die Frage, ist es in unserem Level sinnvoll, hier rumzulaufen, aber... Das kann man sicher essen. Die Frage, bekommen wir hier sinnvolle Sachen? Was haben wir hier? Spind leer. Hier, der Spind ist nicht leer. Oh, super, ja, schön. Können wir alles gebrauchen? Tja, die sieht ja ein bisschen angeschlagen aus. In die Vault, muss man ja zugeben. Wer könnte sich hier... Okay.
Können die sich hier aufhalten? Die kriegen wir nicht auf. Nee, merkt euch, das haben wir ja eben ausgeblendet. Hier. Das ist eine Tür. Was sagt denn eigentlich die Karte, die Lokale? Daten, lokale Karte. Naja, zumindest gucken wir da mal ein bisschen rein. Bis jetzt ist ja noch nichts Wüstes da. Okay. Ja. Geht diese Richtung nicht. Was haben wir hier? Spinnt leer, spinnt leer. Ja, es ist natürlich alles sehr... Was? Wissenschaft habe ich noch nicht. 25? Schämen, soll ich mich schämen. Zerbeulte Blechdose. Das ist ja alles nicht der Burner. Hallo, mein Freund. Du wiederum siehst schlecht aus. Blup. Tja. Nur. Okay. Bevor wir den Tannenbaum spielen. Da geht's runter. Da geht's auch runter. Da geht's noch tiefer runter. Tja, hoffentlich finde ich hier nie wieder zurück. Was hey. Haben wir denn hier? Au. Die kriegen wir. Wo? Ah. Was ist denn mit denen los? Hallo? Wahnsinniger Überlebender. Okay. Irgendwie eine massiv hohe Strahlenbelastung oder sowas. Wie war ich denn jetzt eben weg? Okay. Kreuzschlüssel. Licht 3, Wert 11. Nee, will ich nicht. Bleirohr. Ach, das ist doch alles Schrott. Das ist doch alles Schrott. Ich hab doch hier noch einen gehört. Ich habe hier doch noch einen gehört. Aber wenn die schon selber hier mit kann das sein, dass die hier irgendwie verstrahlt werden oder sowas? Ich laufe hier gerade lustig rum. Mir hier jetzt momentan wirklich komplett unsicher. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Tja, ist jetzt die Frage, lohnt sich das hier wirklich in den Laden weiter rein? Ich habe aber noch einen gehört. Also einer muss auf alle Fälle noch hier sein. Ah! Ja, aber gesundheitstechnisch nehme ich nicht ab, aber irgendwie... Ja, gute Frage, wo bist du? Öffne den Spind, Schachtel Zigaretten, blablabla. Hallo? Wer ist da? Wo ist er denn? Hey! Hier bin ich doch hier. Wo? Oh, klasse! Alle daneben geschossen! Super toll. Und wegen dem Holzhammer und...
Gut, nee, hier machen wir uns mal raus. Wunderbar. Jetzt können wir auch gleich zurück. Jetzt haben wir ja bald überhaupt keine Munition mehr. Jetzt sind wir hier richtig auf dem Weg. Jo. Also, das werden wir uns hier erst einmal irgendwie anschauen. Sollten wir tatsächlich etwas mehr, oder bessere Waffen und andere Munition haben. So, ganz klasse. Aber wir können uns ja gerne hier... Boah, guck dir das mal an. Das strahlt ja wie Sau. Also das ist vielleicht wirklich nichts. Ja, jetzt ist sogar hier... irgendwie ist das schwer verstrahlt. Und dann nehmen wir mal erstmal ein Stimpack und wir müssen zwangsweise mal hoffen, dass wir dann auch irgendwie an Munition kommen, weil das sieht ja nun hier ganz schlecht aus. Mit dem bisschen kommen wir definitiv nicht weiter. Nee, dann nehmen wir die Weltkarte. Okay, hier sind wir aber zumindest mal, das haben wir schon, nicht weit entfernt. Und gucken noch mal, ob wir etwas Munition bei Moira kaufen können. Denn mit dem Schuss... Suchen Sie den Bürgermeister oder den Sheriff? Keinen von beiden. Lukas. Ich brauche dringend irgendwie... Mit den Wolken und jedes Auge... Ach ja. Brauche dringend Munition. Sonst sehe ich irgendwie massiv schlecht aus. Mit dem paar Schuss komme ich nicht weiter. Jetzt hoffe ich nur, du hast 10 Millimeter Schuss. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Ach, sei ruhig. Sonst probiere ich das Abwehrmittel gleich an dich. Was? Ich habe einfach nicht genug Mal. So stark wirkt das Mittel? Ich kann es kaum erwarten, dass Sie Ihren vollen Bericht abliefern. Ja, okay, komm. Schauen Sie ruhig. Sag mir mal, was es im Angebot gibt. Munition, Waffen. Sonstiges? Munition. Ah, leck mich! Was machen wir denn jetzt? Super, jetzt haben wir noch von den Schrotpatronen. Aber das war's. Ah, wir haben aber diese komische Energie. Den Laser vielleicht. Was kostet denn das Ding? Nee, das brauche ich nicht, oder? Nehmen wir den Laser zur Not. Gute Jagd! Und kaspern uns dadurch dann in Arifu. Dran denken, ich muss jetzt gehen. Ich kaufe alles. Ja, das dachte ich mir. Okay, also das war leider ein etwas kürzerer Ausflug. Erst hatten es Robi und dann die drei Wahnsinnigen etwas eingeheizt, aber zumindest mal haben wir die Vault 106 gefunden. Wer weiß, was noch da drin immer passiert. Ich denke mal, für heute reicht's. Dann machen wir am nächsten Mal einen zweiten Anlauf. Von mir aus mit der Laserwaffe und der Schrotflinte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Bye bye. Macht's gut. Na, das war ja dann wieder mal ein kurzer Ausflug. Erst haben wir unsere Sturmgewehrmunition an dem Robi verballert. Und danach unsere 10mm an den drei Wahnsinnigen der Vault 106. Wenn das mit der permanenten Munitionsknappheit so weitergeht, dann werde ich nicht allzu weit kommen, rund um Megaton, denke ich mal. Okay, aber wir werden natürlich einen neuen Anlauf machen und dann sehen, was wir in Arifu vorfinden. Dies aber und alles andere erst in der nächsten Folge von Fallout 3 auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!